Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von The Binding of Isaac Afterbirth. Im letzten Part haben wir irgendwas gemacht und heute machen wir den Eden Run, weil ich wollte beim letzten Mal schon den Eden Run machen. Und ein Eden Run ist ziemlich super. Vor allem meine ich, dass wir einen verdammt guten Start haben. Und ernsthaft, das ist ein richtig guter Start. Und ich glaube, dass wir mit Eden auch schon einen Husch besiegt haben. Insofern, yay! Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das ein unfassbar guter Start? Das ist eine gute Frage. Zum einen haben wir diese zwei lieblichen Fliegen, welche uns vor Projektil schützen. Was jetzt nett ist, ist jetzt nicht der Überhammer, aber Unicorn Stump. Wir haben den Unicorn Stump und der Unicorn Stump ist ein unfassbar gutes Item. Denn damit können wir uns für einen Raum unverwundbar machen. Yay! Ist soweit eigentlich an sich unnötig und bringt auch nichts. Aber, falls wir es schaffen, das Sacrificial Dagger oder den Cube of Meat zu bekommen, oder sagen wir beides, Touch oder sowas, oder irgendwas, das Berührungsschaden macht, dann können wir in jeden Raum reingehen und da dann erstmal ohne irgendwelche Risiken einzugehen, die Gegner ausschalten. Und das ist unfassbar stark. Vor allem können wir damit dann auch an Blutspendomaten spielen und alles Mögliche. Glaubt mir, Unicorn Stump ist ein fantastisches Item. Außer es wurde irgendwie in Afterbirth genervt oder so, aber glaube ich eher nicht, weil eigentlich ist der Unicorn Stump nicht unverschämt stark, aber irgendwie dann doch, versteht ihr? Hier kann man es übrigens, hier kann man ihn aber nicht so verwenden. Das brauchen wir gar nicht erst versuchen. Denn an Stellen, wo man Schaden nehmen will, wie an der Stelle hier gerade eben, da funktioniert das nicht. Genauso wie es, Moment, es geht insgesamt nicht, wenn man den IV-Bag hat. Das Spacebar-Item, das den Blutspendomat-Effekt hat, weil hat man ein anderes Spacebar-Item. Und geht es auf jeden Fall nicht. Da brauchen wir nicht versuchen. Deswegen versuchen wir es nicht. Okay, cool, haben wir es geklärt soweit. Wollen wir es nicht versuchen und verdammte Scheiße, kann es eigentlich sein, dass ich gerade dafür, dass das hier ein Eden Run ist, ziemlich guten Damage austeile. Denn ich habe das Gefühl, dass ich dafür, dass das ein Eden Run ist, ziemlich guten Damage austeile. Und du kleines Schmelzgesicht, wo möchtest du hin? Stirb bitte, dankeschön. Noch ein Schlüssel. Auch dafür dankeschön. Ein liebliches Damage Up. Finde ich auch gut. Läuft soweit gar nicht mal verkehrt. So, wisst ihr, was wir jetzt machen erstmal? Nachdem ich die obligatorische Frage gestellt habe. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Wundervoll, freut mich. Dann gehen wir runter und legen ein paar Bomben. Sprengen ein paar Steine weg. Und habe ich da gerade eine Bombe rausbekommen? Das ist ungewöhnlich. Okay, cool. Ich habe eine Bombe rausbekommen. Und dann, würde ich sagen, wenn wir schon dabei sind, legen wir den Automat hier hin, legen eine Bombe und bekommen keinen Geheimraum. Aber hey, dafür ein bisschen Bargeld. Nicht genug Bargeld, um mit den... Oh, Moment, wir können die Goldkiste öffnen. Nicht genug Bargeld, um in den, um es lohnen zu machen, in den Goldraum zu gehen. Und mit Goldraum meine ich den Shop, aber genug Bargeld, um auf der nächsten Ebene ein Blutspendomat zu spawnen, welches wir mit dem Unicorn Stump ziemlich hart ausnutzen können. Und das ist nicht der Kampf, den ich wollte. Das ist absolut nicht der Kampf, den ich wollte. Hm. Würdet ihr bitte... Oh Gott, nein. Nein, ich hab doch... Warum bekomme ich immer wieder Bomben? Das ist seltsam. Okay. Okay, weißt du was, Horn? Fick dich. Was? Horn kann über die Bomben fliegen? Nö, 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 Horn. Mach das nicht, Alter. Mach das nicht. Mach das nicht. Der fliegt einfach drüber. Nein. Horns Bombenschwäche wurde genervt. Das ist nicht gut. Okay, hat trotzdem okay geklappt. Allerdings. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich stehe HP-technisch nicht allzu gut da. Versuchen wir einfach mal jetzt den Geheimraum noch mitzunehmen. Und hoffe, dass wir da was Cooles bekommen. Nämlich mehr Bomben. Hey! Wenn wir ganz viel Glück haben, ist ja vielleicht sogar irgendwo eine Balls of Steel Pille, was ich für unwahrscheinlich halte, aber man kann nie wissen. Oh, ich habe auch dieses komische... Ah, das Trinket! Machst du vielleicht das? Machst du vielleicht das manchmal da Zeug droppt? Ich weiß gar nicht, was die Pille gerade eben gebracht hat, die ich eingesetzt habe. Insofern... Gehen wir einfach weiter. Ach, das war... Moment, das war eine INC Forever Pille. Liege ich da richtig? Ja, da liege ich richtig. Ja. Okay, cool, das war alles hilfreich. Shit. So, wir haben jetzt ein kleines Problem. Zum einen gibt es viele Gegner, die mich jetzt one-hitten können. Und zum anderen... brauchen wir auf jeden Fall Herzen für den Devil Deal. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir können keinen Devil Deal so aktuell mitnehmen. Und ich würde sehr gerne einen Devil Deal mitnehmen, wobei es vielleicht auch nicht verkehrt wäre, auf Angel Deal zu spielen, aber das ist eigentlich die ganze Lost-Scheiße, die ich frei gespielt habe, macht es eigentlich keinen Sinn, auf Angel Deal zu gehen. Weil die besten Items habe ich da schlicht und ergreifend noch nicht drin. Und wisst ihr, was ein Item wäre, das ich unfassbar gerne hätte? Ach du Kacke. Ein Item, das ich unfassbar gerne hätte, wäre einfach der Cube of Meat. Damit könnte ich dann nämlich
Yeah! Habt ihr das gesehen? Mit Cube of Meat könnte ich dann nämlich einfach, clever wie ich bin, Gebrauch von meinem Unicorn-Stump machen. Und ernsthaft, droppt mir gerade wirklich so viele rote Herzen. Wollt ihr mich verarschen? Ich brauche aber Soul Hearts oder eine Bombe. Wenn ich eine Bombe hätte, könnte ich den Tinted Rock wegsprengen. Das würde mir auch schon ungemein weiterhelfen. Aber ich muss sagen, mein Damage ist nach wie vor echt akzeptabel. Yep, die gute alte Butterbean. Auf jeden Fall ist eine harte Konkurrenz zu Unicorn Stump, die Butterbean. Muss man ganz klar sagen, weil man denkt sich, die Butterbean. Was würde ich lieber haben? Ein nützliches Item oder ein Item, das im Grunde gar nichts macht? Das ist natürlich eine schwere Frage. Gott, ich hoffe, dass Unicorn Stump noch mit dem hier funktioniert. Funktioniert noch. Wundervoll. Okay. Das lief nicht so wie erwartet. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Ist auch okay, wenn es mal so läuft. So, auf jeden Fall sollten wir jetzt aber versuchen. Mit versuchen meine ich hoffen, dass wir irgendwo Bomben auftreiben. Denn diese Bomben würden uns ungemein weiterhelfen, weil ich zwei Tinted Rocks gewittert habe. Und wer weiß, vielleicht hat einer den Small Rock für uns und ich hätte gerne den Small Rock. Mein Damage ist zwar jetzt schon gut, aber der könnte durchaus noch besser sein. Wenn ich dafür gegen Bosse kämpfen. Für eine eventuelle Bombe? Ich weiß nicht. Oh, noch ein Tinted Rock. Wirklich? Ah, so verlockend. So verlockend. Werde ich der Versuchung nachgeben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich überlege. Schwere Überlegung. Ich glaube, wir werden uns im Shop die Bombe kaufen, weil der natürlich eine für uns hat. Habe ich recht, da ist eine. Dankeschön. Yay. Okay, wir haben eine Bombe bekommen und ein Soul hat. Und hier können wir Bogo-Bombs bekommen, welche uns tatsächlich zwei Bomben geben. Das heißt, wir gehen jetzt noch an den Kollegen hier ran. Bogo-Bombs haben einen zumindest mal zwei Bomben gegeben. Scheinbar tun sie dies nicht mehr. Aber alle Bomben, die am Boden liegen, werden jetzt verdoppelt. Das heißt, es gibt nur noch so doppelte Bombendrops. Shit. Ich habe keine Bombe mehr. Ist nicht so bombig, aber seht ihr, doppelte Bomben. Jetzt rück ich doch mal einmal rein und einmal rausgegangen bei dem Shop. Warum gibt dein Bogo-Bombs keine Bomben mehr? Das ist doch dumm. Das war der einzige Grund, warum man das Item überhaupt kauft. Wobei es mir jetzt so in dem Fall auch so weitergeholfen hat. Aber trotzdem, komm schon. Ich bitte dich. Komm schon. Schlüssel und 2 Cent. Egal, wir haben... Moment mal. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe wieder unfassbar viele Herzen und da hast du auf Diamonds. Oh mein Gott, das sieht gut aus alles. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Bis auf diesen Kampf hier, welcher nicht ganz so gut aussieht. Aber darüber werden wir hinwegkommen. Denke ich. Oh Gott. Ja, ich komme darüber hinweg. Ich habe zwei Orbitals. Und meine zwei kleinen Orbitals werden mir weiterhelfen. Allerdings muss ich mit Entsetzen feststellen, dass ich hier wohl sehr wahrscheinlich keinen Cube of Meat bekommen werde, welchen ich sehr gerne mitgenommen hätte. Und auch die Box ist absolut nicht das Item, welches ich wollte. Absolut nicht. Justice. Ah, böse Bombe. Nehmen wir die Pille? Nehmen wir noch nicht. Wir gehen erstmal hier rein. Es ist Krampus. Krampus. Du machst ein ganzes Herzberührungsschaden. Das ist freundlich. Gut zu wissen. Denke ich. Es ist Krampus. Krampus. Ich weiß nicht, was ich vom frühen Krampus halten soll. Auf der einen Seite ist es gut, aber auf der anderen Seite, nein, ist es hauptsächlich scheiße. Ah! Denn ich bin immer noch ein Mensch, der sehr viel Wert auf seinen frühen Devil Deal legt. Sehr viel Wert. Ah, dafür bekommen wir Lump of Coal. Der macht wieder ein bisschen was gut. Denn das ist ein gutes Item. Okay, Hematemesis ist nicht so der Oberhammer. Wisst ihr was? Ich werde jetzt noch nicht in die nächste Ebene gehen. Stattdessen werde ich noch schauen, ob ich irgendwo den Geheimraum finden kann. Welcher mir eventuell unter Umständen ungemein weiterhelfen könnte. So, wenn er hier nicht ist, dann... Da ist er aber. Okay. So, noch ein bisschen Bargeld. Bedeutet, ich habe wieder jede Menge... Mit jeder Menge meine ich genug Bargeld für die nächste Ebene. Und ja, sieht soweit alles ganz gut aus, Leute. Wir müssen so noch irgendwas auftreiben, was uns auch Berührungsschaden gibt. Entschuldigung. Ich würde lieber den Paperclip behalten. Dankeschön. Genau. Das brauchen wir. Cube of Meat, Sacrificial Dagger... Midas Touch, Ecoli, The Virus von mir aus, irgendwas. Mir würde schon reich, wenn wir gegen Superlust kämpfen. Oder nee, war das Superlust, die einem The Virus gibt? Oder gibt? Doch, ich glaube Superlust war das. Lass mich gegen die super starke Lust ankämpfen. Bitte. Dankeschön. So, oh Gott. Dankeschön. Und wir versuchen auch mal gratis hier reinzukommen. Hey, wir kommen hier sogar gratis rein. Und gratis wieder raus.
Wundervoll. Zwei Pillen. Hematomasis und Bombsarki. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, es ist mir egal. So, ihr Spinnen, ihr habt Spaß hier mit an den Wänden, wo ihr Dinge macht, die Spinnen so machen. Wollt ihr mir zufällig irgendein Item geben, das mir Berührungsschaden gibt für die Gegner? Ja, nein, vielleicht. Du spuck rote Kugel, wenn du mir dieses Item geben willst. Okay. Ich glaube, ich wurde belogen. Traurig. Wozu manche Gegner imstande sind. Es widert mich an. Und hey, wir haben gleich die Flooded Caves. Das ist auch mal wieder was ganz Neues. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass nur noch die Flooded Caves kommen. Und ich mag die Flooded Caves nicht so. Die sind so finster und nass. Ich mag keine finsteren und nassen Ebenen. Das ist eine Sache, für die ich bekannt bin. Das ist eine der ersten Dinge, die den Leuten immer in den Kopf kommt, wenn man MOP sagt. Dann sagen sie, ach ja, das ist doch der Typ, der keine dunklen und nassen Ebenen mag. Exakt. Das ist der. Ja, bin ich. Hi. Sticky Bombs. Okay. Ich weiß nicht mal wirklich, was die Sticky Bombs machen. Aber ich glaube, wir werden es herausfinden. Ich glaube, wir werden es herausfinden. Wobei ich sagen muss, dass dieser Run mir gerade schon wieder in eine zu explosive Richtung geht. Er hat in letzter Zeit keine so guten Erfahrungen gemacht mit Bomben. Traurigerweise. Falls es euch aufgefallen ist. Ja. Ist mir auch aufgefallen. War nicht schön. Oh Gott. Nicht berühren lassen von euch. Nehmt die Bombe. Idioten. Nein. Er ist wieder aufgestanden. Geht weg, ihr Zombies. Ich kämpfe für die Freiheit des gemeinen Volks. Danke für die Spinnen. Ach so, warte mal, warte mal. Bring in die Bomben, dass wenn ich Gegner mit Bomben erwische, dass die dann quasi zu einem Spinnennest werden. Wenn ich den Gegner dann töte, dass ich dann Spinnen daraus bekomme. Ist es das, was die Sticky Bombs machen? Ja. Wobei da der Name nicht wirklich passt, weil Sticky sind die dann ja nicht. Die sind mehr so Spinnenbomben. Ja. Mal schauen, wir werden es bestimmt herausfinden. Im Laufe des Runs. So, bis jetzt fertig, kleiner Mann. Dankeschön. Wisst ihr was? Wir gehen direkt zum Boss. Oh nein, es ist... Es ist Super... Der Pin. Super Pin, Super Pin. Ich mag dich nicht, Super Pin. Nimm dies. Yes! Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich habe so das Gefühl, dass mir dieser Superpin gerade... Oh Gott, der macht ja Brimstone. Dass der Superpin mir gerade nicht in dem Ausmaß Spinnen gegeben hat, wie ich das eigentlich erhofft hatte. Ach du Kacke, geh weg! Nein! Doch, hat er. Okay, dann machen die Bomben das also. Okay, ich möchte anmerken. Dieser Superpin, ich weiß noch nicht so recht, was ich von dem halten soll, weil ich habe gegen den noch nicht allzu oft gekämpft. Er hat dann noch Probleme, sein Bewegungsmuster zu durchschauen. Vor allem stirbt er meistens sofort, wenn ich gegen ihn kämpfe. Was in diesem Fall nicht der Fall war. Und meine Herzen sind sehr viel geringer geworden, als ich mir das gewünscht hätte. Fuck. Wir suchen jetzt aber auf jeden Fall erstmal noch den Shop. In dem Shop könnte was Schönes für mich drin sein. Und wenn der Shop was Schönes für mich hat, dann möchte ich ihn doch gerne aufsuchen und ein wenig shoppen gehen in jenem besagten Shop. Spades, dankeschön. Da ist der Shop, aber hier sind Gegner. Das ist nicht cool. Kann sein, dass wir auf dieser Ebene jetzt wieder gar kein Tinted Rock hatten. Das ist auch nicht cool, Spiel. Das ist nicht cool. Mach sowas nicht. Geheimraum waren wir auch noch nicht. Ha, fuck. Okay, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir suchen jetzt nach dem Geheimraum, welcher, wenn ich raten müsste, neben dem Goldraum hier ist, wenn mich jemand fragen würde und ich ihm nicht dazu verpflichtet wäre, ihm eine Antwort zu geben. Und verdammte Scheiße, das ist ein gutes Item. Wir haben zwei HP-Ups hier gerade rausbekommen. Ja, das ist quasi der Jackpot, den man aus den Geheimräumen bekommen kann. Sehr, 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 sehr schön. Das heißt, wenn der nächste Devil Deal kommt, bin ich auf jeden Fall bereit dafür. Wir haben PhD, was ich sehr gerne mitnehmen möchte. Danke dafür. Wir bekommen Friends Till the End. Yay. Dann haben wir das, das nehmen wir auch mit und dann kommen wir sind mutig, wir sprengen dich auch noch in die Luft. Und wir bekommen geile 2 Cent dafür. War eine Bombe, 2 Cent wert, wahrscheinlich war sie mehr wert. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhofft habe, in die Luft zu sprengen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich genauer drüber nachdenke. Aber hey, die Erkundung nach dem Boss hat sich jetzt auf jeden Fall noch gelohnt. Ich meine,
Allein schon für das doppelte HP ab. PhD ist auch nicht übel, aber das doppelte HP ab, das ist der Shit, den wir haben wollen. Und dann würde ich sagen, was machst du? Tower. Nein, wir bleiben bei High Priestess. Und wir gehen weiter. Auch wenn ich ein wenig traurig darüber bin, dass die Flooded Caves kommen. Nee. Nein, ich bin ein wenig traurig darüber, dass, oh Gott, dass wir immer noch keinen Orbital bekommen haben. Ich meine, sonst bekommt man immer einen. Warum bekomme ich ausgerechnet jetzt keinen? Wahrscheinlich, weil ich jetzt einen haben will. Ah, mein Fehler. Ich bin selber schuld. Warum habe ich auch gesagt, ich will einen Orbital haben? Das habe ich mir davon erhofft. Wisst ihr, was unfassbar stark wäre in diesem Run? Ich sag's euch. Entweder Dr. Fetus oder Epic Fetus. Wisst ihr was? Das wäre ein Run, ich würde Dr. Fetus gerne wieder mitnehmen. Weil ich habe das Gefühl, mit den Sticky Babies oder den Sticky Bombs, damit könnte das sehr interessant werden. Weil einfach alle Gegner, die wir töten, dann zu 3 Spinnen werden. Was dann wie, Gott, wie heißt das? Infestation 2 ist, nur besser. Und Infestation 2 ist ein verdammt gutes Item. Nur wäre es da in dem Fall noch besser. Liebes Spiel. Weißt du, welches Item du mir geben möchtest? Ich weiß es, du weißt es auch. Also stell dich nicht so an. Gib mir den verdammten Dr. Fetus in dieser Ebene. Weil hier könnte ich mir noch den Remote Detonator für den Notfall kaufen. Welchen ich in Kombination mit Dr. Fetus doch sehr gerne hätte. Also, Spiel. Das ist die Ebene, wo du mir Dr. Fetus geben musst, okay? Es ist die perfekte Ebene dafür. Enttäusch mich nicht. Stirb! Monster! Oh, ich mag diesen Typen nicht. Ich mag ihn nicht. So. Gut. Man könnte sagen, ich habe jetzt... Pokerchip, leck mich. Ich könnte sagen, ich habe jetzt vielleicht, als ich ihn gesehen habe, ein wenig überreagiert. Ich bin kurz in Panik geraten, aber das war okay. Denn ich habe sie sehr schnell ausgeschaltet mit meiner Schuhhaftigkeit. Und das war ziemlich super. Okay, Game Room wird hier auch nicht sein. Ich denke, wir suchen jetzt noch nach dem Goldraum. Wenn wir den Goldraum gefunden haben, dann gehen wir auch weiter. Denn dann gibt es für uns auf dieser Ebene nichts mehr zu erledigen. Und ich habe auch ansonsten von allem eigentlich genug. Bis auf vielleicht Soul Hearts, aber... Okay. Nimm dies. Ja, Idiot! Idiot! Mach nicht dein grünes Etwas. Okay, Left Hand. Will ich die Left Hand mitnehmen? Wisst ihr was? Wir nehmen die Left Hand mit. Wir nehmen die Left Hand mit. Die bringt übrigens, dass alle Kisten zu roten Kisten werden. Was unsere Guppy-Chance sehr stark erhöht. Und sehr stark meine ich ein bisschen. Es erhöht sie ein bisschen. Seien wir realistisch. Aber hey, ein bisschen erhöhte Guppy-Chance ist in meiner Isaac-Welt auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Und ich glaube langsam übrigens auch, dass wir nicht mehr Dr. Fetus werden. Was ich ein bisschen traurig finde. Denn ich wäre sehr gerne Dr. Fetus geworden. Aber hey. Das Item will ich nicht. Da will ich nicht. Oh Gott. Nicht du Raum. Wo ist der Goldraum überhaupt? Aber sie will, er versteckt sich gerade sehr viel mehr, als er sollte. Was macht ihr da alle? Habt ihr Feuer ausgemacht oder war ich das die ganze Zeit? Ja, war wahrscheinlich die ganze Zeit ich mit dem Feuer, was ich da irgendwie die ganze Zeit ausgemacht habe. Jetzt muss ich gerade eben ungefähr 3 Feuer pro Sekunde ausgehen gehört habe. Ah, shit. Und das ist nicht gut gelaufen. Aber da ist der Goldraum. Hurra, 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 hurra. Frisst die Bombe. Oh, großer Gott. Okay. Der Typ, wenn der erstmal in Fahrt gekommen ist, der lässt sich von keiner Bombe dieser Welt mehr aufhalten. Das haben wir gelernt. Ihr Zombies, ihr lasst euch nicht gern von Bomben aufhalten. Okay. Ist okay, dafür habe ich Verständnis. Jetzt kannst du bitte einen töten, dankeschön. Und er wurde zu einer Spinne. Finde ich gut. Wenn ihr jetzt noch alle zu einer Spinne werden würdet, dann würde ich das sogar noch besser finden. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz euer Plan, oder? Na, nicht euer Plan. Okay, was haben wir hier? Unicorn Stump. Unicorn Stump ist so gut, aber das hier ist auch so gut. Was soll ich denn machen? Ich weiß es doch nicht. Allerdings weiß ich, was ich machen will. Pass mal auf, wir machen das. Dann nehmen wir das Herz mit. Spielen wir ja noch ein bisschen. Denn ich habe aktuell mehr als genug Herzen hier überall rumliegen, um hier ein bisschen was zu versuchen. Oh, sehr schön. Dankeschön.
So, komm mehr. Ah, oh mein Gott, okay. Okay, Soul Hearts, danke. Will ich? Nein, ich nicht. Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Wir können jetzt noch weiter daran spielen. Ich glaube, es reicht. Traurigerweise. Ich soll es in dem Unicorn Stump mit. Unicorn Stump hat viel größeres Potenzial. Es hat einfach viel größeres Potenzial. Und ja, das muss jetzt reichen, an dem Teil da oben zu spielen. Dieses bisschen. Ja, ich habe ein Herz zurückgelassen. Wir werden aber da unten eins aufheben jetzt. Yay. Das muss reichen soweit, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, jetzt noch mehr meine Soul Hearts dazu opfern. Yay. Schon. Oh mein Gott, geh weg. Ich dachte, das wäre eine gute Idee gewesen. Ah. Oh, ich hätte mit Unicorn Stump einfach hintrampeln können. Wie clever von mir. Ja, ich hatte jetzt keine Lust, an dem Raum hier noch zu viel zu machen. Ich wollte eh nur die Soul Hearts und die habe ich bekommen. Zwar nicht so wie geplant, aber ich habe sie bekommen. Was haben wir hier? Die Dank Depths 1. Okay, wenn die so dank sind, wie mir gesagt wurde, dann bin ich bereit dafür. Fuck. So wurde mir das nicht gesagt. Okay, so einen Raum kann man auch sehr leicht machen mit Unicorn Stump. Es hat schon seine Vorteile, wenn man sich so ein bisschen einfach unverwundbar machen kann. Würdet ihr bitte aufhören zu existieren? Das fände ich echt fantastisch. Ich weiß nicht, da sind so diese Giraffenmenschen hier. Da sind so Gegner, bei denen ich sehr anfällig dafür bin, Schaden zu nehmen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie rennen die immer an mich rein. Die finden immer einen Weg. Ist schrecklich. So ein Chop-Chop. Bleibt da stehen. Fuck. Chop-Chop-Chop-Chop-Chop-Chop-Chop. Ich kann leider keine Bomben mehr für dich verschwenden. Traurigerweise. Ach, komm schon. Lass mich in Ruhe. Kleines Kackviech. Okay, und langsam macht sich's auch bemerkbar, dass mein Damage nicht mehr so gut ist, wie er einmal war. Das heißt, daran sollten wir vielleicht etwas ändern, damit der Damage wieder so gut wird, wie er einmal war. Und ich denke, was mir am allermeisten dabei helfen würde, wäre auf jeden Fall ein verdammter Orbital. Lieber Devil Deal, wenn ich dich hier bekommen werde, gib mir bitte das Sacrificial Dagger. Das wäre so hilfreich. Das wäre so unglaublich, unglaublich hilfreich. Oh Gott. Sammelt euch. Sammelt euch, meine Freunde. Sammelt euch. Okay. So, Unicorn Stump ging zwar ein bisschen länger, als ich es erhofft hatte. Und auf die Spinne war ich nicht vorbereitet. Aber ansonsten war das alles gut. So, muss ich dich auch noch ausschalten? Spinne! Ich sehe dich. Ja! Habt ihr den Trickshot gesehen? Einfach mitten durch die Schädel durch. Wundervoll. Ach, komm schon. Komm. Okay, okay, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Es gibt einfach keine Möglichkeit, ihn wirklich auszuweichen. Oh Gott. Ich wollte mich irgendwie besser positionieren, gerade mit Unicorn Stump, aber traurigerweise hat es nicht so ganz funktioniert, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Hast du dich gerade einfach so von deinem Körper getrennt? Das ist sehr seltsam. Okay. So, aber ihr seid dankbare Gegner, habe ich gehört. Ihr seid sehr dankbare Gegner. Ein bisschen. Wenn ihr nicht gerade euch dazu entschlossen habt, aus irgendwelchen Gründen hin und wieder mal anzugreifen. Und mich damit zur Seite zu schubsen. Verdammte Scheiße, mein Damage ist langsam echt problematisch. Diese Gegner sollten nicht so lange leben. Sie sollten nicht mal fast so lange leben. Warum habe ich das mitgenommen? Nee, Moment, Scapula ist gar nicht das. Irgendwo findest du früher oder später die Bibel-Item. Das war, der Rosenkranz. Der war das. Aber trotzdem. Fuck, 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 fuck. Ah, das ist alles nicht so gut, vor allem weil ich keine Bomben mehr. Leute! Was ist doch passiert? Der Run hat so vielversprechend angefangen. Jetzt ist er so wenig versprechend geworden. Wobei, er hat noch jede Menge Potenzial. Ich glaube, daraus kann noch was werden. Natürlich, die Tatsache könnte man sagen, wenn hier jetzt ein tatsächlicher Shop wäre, statt dem Greed, das wäre ziemlich cool gewesen. Aber gut. Manche Dinge lassen sich nicht ändern. Ich wollte gerade sagen, dafür haben wir aber einen Geheimraum ohne Greed, aber das stimmt nicht, weil ich keine Bombe habe, um in den Geheimraum reinzugehen. Ist auch nicht optimal zugegeben. Aber okay. Dafür geben uns die Münzen einen ungemein wundervollen Score. So viel Geld. Und so viel Score.
Verdammte Scheiße, da war gerade irgendeine Nachricht an meinem Handy. Es war laut. Es war ein... Ihr kennt das. Okay. Danke, lieber Automat. Danke, danke, danke. Gehen wir direkt zum Boss. Oh, fantastisch. Es ist der schlimmste Boss von allen, den man hier bekommen kann. Wundervoll. Geh weg. Oh, ich hasse diesen Boss wirklich. Er kann halt echt problematisch werden. Und das ganz schnell mal, ja. Und schon haben wir den Devil Deep verkackt. Kannst du bitte mich wenigstens nicht töten? Ich habe nicht mal mehr genug Bomben, um die Offensive einzusetzen. Ah, oh, ist traurig. Ist ein Trauerspiel. Stirb bitte, Dengel. Ja, Halo. Ein nettes Item, würde ich mal sagen. Kann ich hier bitte irgendwas Cooles rausbekommen? Hm. Ja, wenigstens stehe ich an der HP-Front gut da, würde ich sagen. Wenigstens stehe ich an der HP-Front gut da. Komm, wir gehen weiter in die nächste Ebene. Und dann hoffen wir auf einen coolen Shop oder was auch immer. Ein cooler Shop wäre cool, weil ich habe eine Menge Geld dafür. Und in diesen Boss-Challenge-Raum kann ich ja sowas von nicht rein. So, du stirbst. Ach, Bullshit! Okay, cool. Wieder kein Devil Deal mehr, wie es aussieht. Oh, Mann. Ich habe einen Charakter mit wenig Damage und ich bekomme keinen Devil Deal. Das ist nicht gut. Das ist nicht cool, Spiel. Gib mir Dr. Fetus, ernsthaft. Gib mir jetzt bitte Dr. Fetus. Der wäre echt hilfreich für mich. Das ist jetzt die Situation, in der ich Dr. Fetus haben möchte, liebes Spiel. Also mach mir das nicht kaputt. Gib mir Dr. Fetus. Ich möchte Dr. Fetus. Das ist kein Dr. Fetus. Bist du Dr. Fetus? Du bist kein Dr. Fetus. Shit. Ich glaube, ich werde kein Dr. Fetus bekommen. Weißt du was? Darfst du mir auch Epic Fetus geben, wenn du das so möchtest. Liebes Spiel. Ich will dir da jetzt nicht allzu viel vorschreiben. Dr. Fetus oder Epic Fetus. Such dir was aus. Soll mir beides recht sein. Aber eins von beiden muss auftauchen, sonst wirst du leider von meinem Anwalt hören. Und der ist nicht begeistert von einem solchen Verhalten, wie du es an den Tag legst. Was soll ich mit dem Schwachsinn? Naja, toll. Ist ja viel besser als ein richtiger Arcade-Raum. Viel, viel besser. Und da ist Mom. Gegen welche wir übrigens noch nicht kämpfen wollen. Fun Fact. So. Denn Mom würde uns... Ja, sie wird uns so oder so ziemlich gefährlich werden. Aber jetzt ohne den Goldraum gehe ich nur ein zu großes Risiko ein, dass sich nicht wirklich lohnen würde, eingegangen zu werden. Geheimraum, komm schon. Yay. Yay. Das heißt, wir haben den Shop. Das ist gut. Leck mich, Ultra Greed. Super Greed. Ultra Greed war ja der andere. Es war ja der große. Der wirklich große. Jetzt stelle ich mir die Frage, will ich den Quarterbot mitnehmen? Oder ich nehme den Quarter nicht. Och, Bullshit. Ich nehme den Quarter nicht mit. Stattdessen hoffe ich mal auf... Oh Gott, wie... Soll man denn in dem Raum keinen Schaden nehmen hier? Ich hoffe einfach mal darauf, dass ich vielleicht die Möglichkeit bekomme, ihn zu rerollen. Sonst werden wir ihn schon mitnehmen, wenn wir die nicht bekommen. Na gut, was haben wir hier? Oh mein Gott, ein Tinted Rock! Woo! 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 Geh weg! Au! Okay, egal. Ein Zaulat, das heißt, wir können auch noch einen Devil Deal bekommen, wenn wir uns gut anstellen. Und zwar, wenn ich bei dem Kampf gegen Mom einfach keinen Schaden an roten Herzen nehme. Das bedeutet, dass ich dafür einen Zaulat habe, um mir dabei zu helfen. Yay! Und Devil Deals werden halt echt gut, weil... Ah, fuck! Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber tatsächlich habe ich relativ viele rote Herzen, welche ganz gerne im Devil Deal ausgegeben werden würden. Ja. Das würden sie gerne. Oh Gott, stirb. So, was haben wir hier? Two of Hearts. Second Hand. Nee, ich bleib bei meiner Left Hand. Left Hand ist jetzt mein Weg zum Erfolg. Shit, und ich glaube, wir werden auch kein Orbital mehr auftreiben, Leute. Das ist nicht gut. Das war nicht mein Plan von Anfang an, den Orbital zu bekommen. Evil Eye. Ist jetzt nicht zwangsweise das Item, das mir den Sieg nach Hause bringen wird. Traurigerweise. Ich meine, es ist nicht komplett scheiße oder so, aber... Ist jetzt kein Run-Winner-Item. Ist kein das dagegen.
Okay, was würde Quicker Charge, würde das bringen, dass der sich automatisch auflädt? Nein, würde es nicht. Es tut mir leid. Ich hab dir deine, du hast deine Chance, mein Freund. Hat seine Chance, aber jetzt muss ich leider mit dem guten Item gehen, Unicorn Stump. Wobei, es liegt nicht an dir, Unicorn Stump. Du hast gute Arbeit geleistet, so gut wie du kannst. Es liegt nur an dem Rest des Spiels, das sich gegen dich verschworen hat. Ich weiß nicht warum, aber sie haben es getan. Tut mir leid. Magician, wundervoll. Das ist auch sehr, sehr hilfreich in so vielen Situationen. Wir werden es trotzdem einsetzen. Nimm dies, Mutter. Wird das ein langer Kampf, Mutter? Was würdest du sagen? Ich hoffe doch nicht. Komm schon. Ah, Evil Shot. Okay, der Evil Shot, der könnte mir hier ungemein weiterhelfen. Wenn er nochmal zum Einsatz kommt in einer Situation, wo er mir auch wirklich was bringt. Hier zum Beispiel hätte er mir was bringen können, hat sich aber dagegen entschieden. Ist okay. Ist okay. Wovon hängt es eigentlich ab, wann der Evil Shot wieder verschwindet? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich habe nicht das Gefühl, dass der extrem früh immer verschwindet und manchmal auch echt lange da bleibt. Vielleicht bleibt er länger, wenn er einen Gegner trifft oder so. Jetzt mal so eine Frage. Ist Evil Shot eigentlich insgesamt, würdet ihr sagen, dass das Evil Shot nützliches Item ist? Oder würdet ihr eher sagen, es ist ein nützliches Item, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind? Ich habe so das Gefühl, dass der Evil Shot in erster Linie eins dieser... Er ist ein nützliches Item, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind, Item ist. Das gefällt mir nicht. Ich bin mehr so ein Freund von wirklich guten Items. Gute RoXL. Oh, wie schön. Wie schön. Dann können wir den wenigstens schnell hinter uns bringen. Und Entschuldigung, mein liebes, Jar of Lies. Da darf ich erfahren, was der Grund dafür ist, dass du keine... Oh, fuck. Ich habe das Jar für die Herzen gekauft, oder? Das ist nicht der Jar of Flies. Ich habe das Herzen sammelt. Habe ich, oder? Ja, habe ich. Wisst ihr was? Das ist in meiner Situation vielleicht nicht mal die verkehrteste Sache. Das könnte sogar nützlich werden. Das ist das Traurige daran. Zwei fertige Monstrus, dankeschön. So, dieses Herz. Shit. Ich wollte es eigentlich in mein Glas füllen. Ja, das könnte... Das meine ich übrigens jetzt ernst. Das könnte echt nützlich werden. Dieses herzenaufsammelnde Gläschen. Es könnte wirklich nützlich werden. Wird es wahrscheinlich nicht, aber es könnte, wenn ich es schaffe, da ein paar Herzen reinzupacken. Ah. Könnte nützlicher sein als der Unicorn Stump ohne den Orbital. Der ist nämlich gar nicht nützlich. Da ist ein Herz, seht ihr? Ja, ein Herz haben wir drin. Wunderschön. Okay. Das könnte doch interessant werden, Leute. Dieser vermeintliche Fehler könnte sich als ein Nicht-Fehler herausstellen. Und uns den Run retten, eventuell. Zukünftig. Eventuell. Nicht unbedingt, aber eventuell. Genauso wie diese zwei Soul Hearts. Müssen uns nicht unbedingt retten, aber sie werden es wahrscheinlich. Weil sie gut sind. So. Sterbt bitte, ohne mich zu erwischen mit euren gar widerlichen, fleischigen Tränen. Dankeschön. Ein Lucky Soul Heart Drop. Oh, fuck. Oh, das ist auch das Brimstone-Auge. Wie schön für mich. Wie schön für mich. Oh, und da ist ein Herz. Nehme ich. Leute, wir haben immer... Okay. Wir haben jetzt ein ganzes Herz da drin. Okay. Oh. Oh. So eine Verschwendung. Warum wurde er eigentlich jetzt nicht zu Spinnen? Ich meine, ich will nichts kritisieren oder so, aber ich bin der Meinung, er hätte eigentlich zu einer Spinne werden sollen, weil ihr wisst schon, dass so ein bisschen so der Effekt von meinen Bomben, dass die Gegner zu Spinne machen, wenn ich sie töte. Was aber scheinbar nur dann zutrifft, wenn sie nicht von der Bombe an sich getötet werden. Was ich wiederum für dumm halte. Ich halte es für Bullshit. Ja, ganz recht. Ja. Oh Gott. Und ich glaube auch, dass hier wird übrigens auch ein Run, in dem wir absolut keinen Polaroid-Effekt bekommen werden. Ach du Kacke. Mein Freund, halte deine Spucke bei dir. Ich habe kein Interesse daran. So, wo würde ich mich verstecken, wenn ich der Boss wäre? Vermutlich hier drüben irgendwo. Shit. Dankeschön.
Passiert, passiert. Irgendwann wird man auch von den schwarzen Löchern angesaugt, vor allem wenn man nicht fliegen kann, weil man keine Devil Deals bekommen hat. Was nicht optimal ist. Doch, ich glaube, das Evil Eye, das könnte echt nützlich sein, wenn es mal halbwegs richtig fliegen würde. Ich stelle mir die Frage, wie oft passiert es, dass das Evil Eye halbwegs richtig fliegt. Weil es hat ja scheinbar eine höhere Feuerrate als ich. Ist interessant, irgendwie. Irgendwie ein bisschen. Nehmt dies, ihr Monster. Ja, war eine Verschwendung von der Sun-Karte. Ich wollte eigentlich hauptsächlich die Karte haben. Also die Übersicht hier. Und jetzt sehe ich, dass der Boss sowieso hier wäre. Beziehungsweise die Bosse. Wie schön für mich. Weil die Sun-Karte wäre noch eine komplette Heilung gewesen. Was soll's, gehen wir rein. Oh nein, nicht du. Oh, du kannst so nervig sein, wenn man keinen Schaden macht. Wie wahrscheinlich jeder Boss, aber vor allem du. Denn ihr werdet euch in unzählige Teile aufteilen und ich kann nichts dagegen machen. Oh Gott. Verdammte Scheiße, die fliegen. Oh, jetzt! Evil Eye! Evil Eye. Das war alles, was du drauf hast, Evil Eye. Aber nicht so viel. Okay, wir werden sowas von keinem Devil Deal bekommen, Leute. Schon wieder. Was aber, denke ich, in diesem, jetzt aktuell auch schon niemand mehr überraschen sollte, dass wir keinen bekommen werden. Agent Boy. Gut. Und ich habe irgendein Item, das ich eventuell rerollen wollte, vergessen. Fällt mir gerade ein. Und das war der Quarter. Fällt auch gerade ein, dass es absolut keinen Unterschied macht, dass ich den Quarter nicht mitgenommen habe. Oh Gott. Nein, nicht noch mehr Augen. Mutter. Ich muss jetzt mal mit dir reden, Mutter. Ich meine, kleines Geschwisterchen. Sei bitte nicht so fies mir gegenüber. Ich bin dein großes Geschwisterchen. Ich muss dir alles über die Welt beibringen. Alles, was unsere Eltern und damit meine ich unsere Mutter uns nicht beibringen kann. Und das ist die Welt der coolen Kids. Denn ich bin ein cooles Kid. Stehst du, Schwesterchen? Oh, ich hasse es, wenn hier Terratoma kommt. Würdest du bitte Seitenwechsel? Oh, fuck, 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 fuck. Würdet ihr bitte alle weggehen? Oh Gott. Ich habe auch keine Bombe. Ich habe keine Möglichkeit, das Ganze hier irgendwie zu beschleunigen. Das war bestimmt das richtige Timing, um die Herzen freizulassen. Das war bestimmt das richtige Timing. Oh, Bullshit. Gott, das ist einer der härtesten Glyphs-Kämpfe seit langem. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich in erster Linie, weil ich keinen Schaden mache. Und natürlich bekommen wir keinen Devil Deal. Und ich werde sowas von nicht die restliche Ebene erkunden. Shit. Shit, 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 shit. Kathedrale, was haben wir hier? Nichts, okay, cool. Was haben wir hier? Famine-Köpfe. So, fuck. Ich darf aber jetzt auch... ihr sollt darauf achten, dass ich wirklich nicht mehr allzu viel Schaden nehme, denn... okay. Nicht mehr allzu viel Schaden nehmen hat sich soweit erledigt. Weil ich habe in dem Raum mit den drei Famine-Köpfen Schaden genommen. Und zwar genau, nachdem ich gesagt habe, ich sollte nicht so viel Schaden nehmen. Oh Gott. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen kleinen Greedo-Man. Wisst ihr, es wäre schön, wenn ich jetzt einfach irgendwie Isaac skippen könnte und direkt in die Chest... Willst du mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen gerade? Oh, komm schon, es... So nicht euer Ernst. Lauf! Bitte sagt mir, dass ihr mich verarschen wollt. Nein! Oh Gott! Warum wollte ich den Eden Run machen? Was war das für ein Elend? Was für ein Elend! Ich mache mir aber keine Vorwürfe, denn wenn man kaum Schaden macht, ist ein Raum mit Piep und Bloat. Das ist Bullshit. Das ist nicht nett. So sollte man nicht machen. Aber insgesamt, irgendwie habe ich nur Schrott gefunden. Na gut. Nächster Part, Isaac. Gute Nacht. Ja, ihr kennt das.